Hallo und willkommen zurück hier bei der 9. Episode im Kanal. Ach, ich lasse es einfach weg, weil wir wissen es ja mittlerweile schon. Anime, Gaming und... Du hast es doch gesagt. Ich weiß. Und es ist auch egal, ich hab's gesagt und so bleibt es jetzt auch. Und die Sonne geht auf. Ich fühle mich schuldig, die Sonne geht auf süß. Und der neue Tag beginnt. Wir werden jetzt hier in der Stadt die letzte Sidequest machen, die wir noch haben. Und mit den Fensterläden spielen so lange, bis es uns vergeht. Nein, wir gehen jetzt zu der nächsten Sidequest, machen die noch und dann werden wir diese Stadt hier verlassen und in Richtung unbekannte Weiten aufbrechen. Nimm deine Katze mit. Wir werden jetzt. Nimm deine Muschi mit. Erstmal hier reingehen. Gehen wir mal zu unserem polnischen Freund. Du sollst deine Muschi holen. Die folgt mir schon. Also, was hat der polnische Freund denn für einen Auftrag für uns? Mr. Man's Polish Imports. Get it in storage in the flat of the Lesbian Bookshop. Okay. Da rennst du hin, also Mark. Zum Lesbian Bookshop. Da sollst du aber nicht hin. Wir müssen aufs Dach. Kannst du nicht lesen. Doch, aber ich kann wahrscheinlich kein Englisch. Put your faith into the red wall to guide you. Weiß ja, wozu der Baum hier steht. Oh, die rote Wolle gibt uns den Weg. Nike Profi. Fick dich. Assassin's Creed Action. Schafe? What the fuck, wie soll ich da rüberkommen? Zum Teufel soll ich da rüberkommen, meiner Meinung nach. Wo willst du denn hin? Da hinten ist so, rote geh Wolle. Weg, geh weg, ich mach's. Du kannst ja locker auf den Fans springen. Ich bin King Kong. Echt? Piu. Stimmt. Wusste es. Und durchs Fenster. Bring the lever back to the shop for your reward. Was ja schon eingebrochen ist, das Fenster. Warum? Ich hab mich schon. Ist runtergefallen. Lesbian Short Stories habe ich in der Hand. Heißt denn der Bilderboy? Nein. No. Das sind keine Bilder. Lukas macht und einen ich Blog hab den weg. Liebe. Ja, ich mach keinen Blog weg. Hey, apropos Lesben, Mann. Komm, Leute, wir haben auf dieser Map schon so viel mit Lesben zu tun. Was haltet ihr davon? Schreibt einfach in die Kommentare. Fertig. Da bist du für den Müll. Ey, pst. Mr. Müllmann. Put the lever on the block. Put the lever on the block. Boah, Kiste. Drin. Oh. Fire Protection Boots. Hab ich schon. Ich nicht. Jetzt okay, auch. Weiter geht's. Bam, bam. Okay. Das große Schwert der Lesben. Oh, Schwert der Lesben. Ja, es ist ein Schwert, Mark. Was soll es sonst ein sein? Schwert. Oh, ich klar. Oh, ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du denkst. Jetzt mal im Ernst. Wo geht's jetzt eigentlich weiter? Da drüben. Denk mal hier. Aber ich weiß, was du über das Schwert denkst. Seid ihr? Die sind gerade außen rechts. Schwerter kann man schon gut wo reinstecken. Mach Kopf andere Richtung. Ach, hier hat mir gar das nicht. Das ist doch zu. Der Park. Nein, du. Da, hier anders umdrehen. Wir müssen zu dem zweiten, was hat es damals geheißen? Ja, ich weiß. Es gibt es nur noch ein Tor, wo wir noch nicht waren. Achso, stimmt. Hehe. Blaubob. Who Sideport Kingstor Island. Kingstor Island. Oh. Oh, schöne Zelte. Ich will kein Zelt mit Pink Wool. Ich will auch kein Zelt, das ist voll Verschwendung. Go entering here, have a free tent. Das ist schon wieder gratis Zelte. Alter, das also ist ein ist gefangen. Oh, das ist ein Emo-Zombie, verdammt. Wo bist ich hab gehört, du die sind ganz gefährlich, können den Weg weitergelaufen.
Das sind ganz gefährliche Emo-Zombies, die sind in der Ecke. Seid ihr? Und die kannst du nicht schneiden, die sind es gewöhnt. Schwerter nützen da nichts. Das ist der Emo-Zombie. Ich bin ein Emo und... Er ist tot. Oh Mann. Die armen Emos, die leben im Zoo und du bringst sie um. Mühle. Oh. Hab ihn von seinem Schicksal erlöst, in der Ecke zu stehen. Geh mir erstmal da lang. Nein. Wir müssen Zeit bauen. Der Sideport ist gleich eine Sidequest. Der. Oh. Da hinten. Hätte ich beinahe übersehen. Oh, ah, da hinten. Hätte die Ausrufezeichen ruhig größer machen können. Ja, cool. Sidequest. Wäre schon wieder Tomatensauce blubbern. Spider! Wow! Oh! Voll die Schlägerorgie hier. Creeper! Oh. Was? Echt? Nein, unecht. Wirklich? Der ist nur gemalt. Boah, das hält mich nicht so. Golden Sword, Knockback und Smite, cool. Was hab ich? Ach, Looting und Smite. 4. Bane of Anthropods. Speed. Bane of Anthropods. Tja, jetzt müsste man wissen, was das macht. Ja, dann frag ich Spider, Cave Spider und Silverfish. Psst. Deswegen hat das Schwert so viel Schaden gemacht gegen. Bin. Tammy Goldschwert ist hier gleich im Arsch. Ja, Goldschwert ist Goldschwert. Cool aus. Ah! Weiter geht's. Ja, ah, hängen Spinnenweben fest. The Rocksdale Farm, da geh ich hin. Auf uns warten. Auf uns warten. Sollten wir nicht zu den. Sollten wir nicht zu den komischen Side-Dog. Ja, aber hier sind vielleicht Side-Quests. Wir müssen ja nicht immer von Main-Quest zu Main-Quest rennen, sonst sehen wir ja gar nichts von der ganzen schönen Welt. Guck da oben. Das ist ja aber auch. Ein graues Ausrufezeichen. Piss dich. Da-da-da. Wow. New Side-Quest. Da hinten hat's was von der Scheune zerlegt. What was that bang? Hey, das passt sogar. Look out the window. Oh, Lesbians. Lesbians. Hat Luftgang, oder? The barn's on fire. Please save the cows. They're so incommodity taste. There's some buckets of water. In the cellar. Please help me out. Psst. I am... Oh, tired. Bulletproof. Find a water bucket and save the barn. Bulletproof. Nein, wir müssen Water Bucket suchen. Wir müssen die Kühe retten. Ja, wir müssen die Scheune retten, aber dafür brauchen wir Wasser. Wir brauchen erstmal einen Eimer. Was wollen die hier? Was ist das zur Hölle? Eine Dusche. Rette die Kühe. Ich geh duschen. Geh mal davon aus. Voll geil. Ich hab nie so eine geile Dusche gesehen. Muss ich mir merken. Haben wir hier irgendwo Waterbuckets? Vielleicht draußen. Meine brennt und ihr schaut euch Dusche an. Ja? Nichts passiert. Klingt doch logisch. Wenn ich kein Bucket finde, soll ich tun. Eine Dusche. Ja, ich finde trotzdem ein Bucket. In der Scheune. Schau mal im Ofen. Genau, das haben Eimer in der Scheune verloren. Vielleicht im Ofen. Rette die Kühe. Jetzt einfach ausprügeln. Langweilig. Sag mir doch, wenn ihr einen Eimer findet. Ich hab leider keinen. Ich zweifle, dass sich das so einfach ausprügeln lässt.
Oh, das wird witzig, wenn ihr nachher das Feld erntet. Ich werde dann das filmen und dann machen Verschnellungsgedöns. Dann sieht es bestimmt witzig aus. Was denn? Oh, Lukas findet wieder den Keller. Da sind Wassereimer. Tausende. Nimm mal zwei mit. Schneller. Kevin, du Feuerprügler. I am fireproof. Wofür haben wir Wassereimer geholt? Mich nicht beeilen, ah. Breitet sich wieder aus. Da hinten. Gelöscht. Und hier ist eine Kiste. Oh, Changes Plate. Ey, fick dich! Hier kriegst du andere. Ich hab sie reingelegt. Ja, super, jetzt wo ich wieder runtergehüpft bin. Wer hat die denn einmal das geholt? Denn? Was voller Müll, danke Kevin. Warum liegt nochmal Lederrüstung mit Protection 1 drin? Super, ich hab ne Goldrüstung. Goldrüstung ist genauso wie Leder. Ey, was sollen wir machen, wenn wir das gemacht haben, mit ihm reden oder wie? Erntet mal das Feld, das wäre witzig. Oh. Wozu denn? Mir aus. Ach, mir Weed. Aber da kommt man, glaube ich, gar nicht rein. Ja, aber nicht wahr, tut er nicht. So, ich mache das dann mal ein bisschen schneller. Das sieht bestimmt witzig aus. Oh, da hat wohl jemand keinen Inventarplatz mehr. Auf jeden Fall verhungern wir auf der Map nie wieder. Ich glaube, der Bauer seine ganze Ernte. Ja, und wir haben den Stall gerettet, hat noch seine Kühe. Oder noch ihre Kühe. Oh, die ganzen Seeds doch gar nicht. Und fertig. Ah! Seeds! Geh einmal irgendwo zwischen Seeds rein, hab schon Stack. Ich will hier wieder raus. Wie kommen wir hier überhaupt wieder raus? Feuer. Sind wir die Scheune wieder an. Dann hieß eine Treppe. Lukas, hier ist eine Treppe. War die da schon immer? Natürlich. Was kriegen wir jetzt als Belohnung? Gar nichts. Ja, eine Dusche. Du stinkst schon wieder, Lukas. Hat sie eine Workbench? Keine Ahnung. Der Bauer. I am le tired. Er ist le tired. Oui, oui. Oui, oui. Naja, gehen wir weiter. Oui, oui, mon ami, le tired.
Keller gibt's glaube ich. Warte mal, unten gibt's den Workbench. Ah, und 15 Minuten sind schon wieder vorbei. Na. Oh. Schauen wir noch Lukas beim Brot machen zu und dann. Okay. Wird eine Weile dauern. Das sind Melonen. Liebe Melonen. Das ist Lukas. Das sind seine Hände. Damit macht er Brot. Da, da, da. Ja, das mach ich. Wie machst du Brot ohne Ofen? Psst. Setz mich drauf, dann wird's warm genug. What kind of sorcery is this? Also Leute, bis dann, ja, ne? Leute. Wiederschauen, reingehauen. Ah. Der hier will auch noch eine. Wiederschauen und reingehauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.